Diese Story wird euch den Atem rauben. Im heutigen Video erzählen wir euch nämlich die unfassbare Geschichte von einem Mädchen namens Caitlin Scales, die in einer sehr armen Gegend in den USA in extrem zerrütteten Familienverhältnissen aufwuchs. Als es eines Tages zu einer unvorhergesehenen Katastrophe kam, veränderte sich ihr Schicksal für immer und sie wurde Protagonistin einer der ergreifendsten Lebensgeschichten der USA. In diesem Video zeigen wir euch ihr komplettes Schicksal mit allem, was dazugehört. Am Ende werden wir euch außerdem zwei weitere krasse Geschichten präsentieren, in denen unter anderem ein als Baby ausgesetzter Junge zum Multimillionär wurde. Bleibt also unbedingt dran. Hier bei Wissenswert. Bevor wir mit der Story loslegen, gibt's aber noch eine krasse Neuigkeit. Und zwar haben wir seit neuestem eine Website, wissenswert-news.de, auf der ihr fast all unsere Videos auch nachlesen könnt, mit Extrabildern und mehr. Also zieht's euch mal rein. Link ist in der Videobeschreibung. Beginnen wollen wir die Story in Kansas City, Anfang der 2000er Jahre. Kansas City war damals eine der ärmsten Städte der USA und vor allem die armen Gegenden waren geprägt von Gewalt und Verwahrlosung. In genau einem dieser Viertel wuchs damals Caitlin Scales auf, ein unscheinbares Mädchen, das sich ein winziges Haus zusammen mit ihrer Mutter und ihren zwei jüngeren Brüdern teilte. Dieses Familienverhältnis war jedoch alles andere als harmonisch. Zwar hatte Caitlins Mutter nicht den Ruf, eine schlechte Person zu sein, allerdings schlug sie sich mit zahlreichen Problemen rum, die damals viele Erwachsene in diesem Viertel hatten. Sie war abhängig von starken Substanzen, litt unter verschiedenen psychischen Krankheiten und verschwand immer wieder für mehrere Tage ohne Bescheid zu sagen von zu Hause. Da die Kinder in diesen Phasen komplett auf sich alleine gestellt waren, war es an Caitlin, irgendwie für das Überleben ihrer Brüder zu sorgen. Als ihre Mutter jedoch eines Tages länger als sonst verschwand und sogar von der Polizei als vermisst gemeldet wurde, spitzte sich die Situation zu. Die drei Kinder waren nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu sorgen, da sie sämtliche Essensvorräte verbraucht hatten. Nach und nach steuerte alles auf eine Katastrophe zu, bis Caitlin den für sie letzten Notanker ergriff und anfing, im Supermarkt Essen für sich und ihre jüngeren Brüder zu stehlen, mit gerade einmal 9 Jahren. Nachdem sie jedoch eines Tages Essen aus einer Tankstelle mitnahm, ohne zu bezahlen, passierte das, was passieren musste. Die örtliche Polizei kam ihr auf die Schliche, da sie ihre Familie aufgrund der fehlenden Mutter ohnehin schon im Visier hatte. Anstatt sie jedoch zu bestrafen, beobachtete die Polizei Caitlin zunächst. Tag für Tag fuhr ein Police Officer an ihrem Haus vorbei, um dort von außen nach dem Rechten zu sehen. Caitlin selbst hatte unterdessen ganz andere Probleme. Geplagt von Schuldgefühlen wegen ihrer Diebstähle saß sie jeden Tag am Fenster und träumte von einem besseren Leben. Einem Leben ohne Armut, ohne Sorgen und ohne Hunger in einer weniger kaputten Gegend. Jeden Tag sah sie das Polizeiauto, das von außen ihr Haus bewachte. Da sie dachte, dass es sich um einen Zufall handelt, dass genau dieses Auto jeden Tag bei ihr vorbeifuhr, winkte sie ihm jedes Mal freundlich zu, ohne zu wissen, dass das Polizeirevier genau guckte, ob es ihr gut geht oder nicht. Für den zuständigen Polizisten Jeff Colvin war dieses Winken immer das beruhigende Zeichen dafür, dass Caitlin in guter Verfassung war, bis es eines Tages zur Katastrophe kam. Nachdem Jeff Colvin mehr über die traurige Lebensgeschichte von Caitlin und ihren Brüdern erfahren und ihr in der Zwischenzeit sogar seine Hilfe angeboten hatte, passierte etwas, das ihn schockierte. Eines Tages, als Colvin auf seiner üblichen Route war, stand Caitlin nämlich nicht wie gewohnt am Fenster und winkte ihm zu. Im Gegenteil, das Haus schien komplett leblos. Colvin merkte, dass etwas nicht stimmen konnte und brach sofort die Tür auf. Dort sah er dann das Unglaubliche. Caitlin lag fast bewegungslos auf dem Boden und schaffte es gerade noch so, Colvin ins Ohr zu flüstern, dass sie nicht atmen kann. Daneben saßen ihre beiden Brüder in Schockstarre, da Caitlin ernsthafte gesundheitliche Probleme zu haben schien. Sofort brachte Colvin Caitlin ins Krankenhaus, wo sich herausstellte, dass sie nur aufgrund seiner Rettungsaktion ihrem Lebensende entgangen war. Von diesem Tag an wurde Colvin so etwas wie der Vater, den Caitlin und ihre Brüder niemals hatten. Er brachte täglich Essen und sagte ihnen immer wieder, dass sie durchhalten müssten, bis eines Tages bessere Zeiten kommen. Doch auch diese Beziehung nahm rasch ein Ende und stürzte alle Beteiligten in eine tiefe Krise. Von einem Tag auf den anderen zogen Caitlin und ihre Familie nämlich in eine andere Stadt, da ihre Mutter, die in der Zwischenzeit wieder aufgetaucht war, aus Kansas raus wollte. Caitlin verlor also ihren besten Freund und Mentor und war wieder auf sich alleine gestellt. Für unfassbare 20 Jahre.
Vor kurzem wurde dann Jeff Colvin nach vielen Dienstjahren wohlverdient pensioniert. Er fragte sich jedoch immer noch, was wohl aus Caitlin nach all den Jahren geworden ist. Wie durch ein Wunder erreichte ihn in diesem Jahr dann eine Nachricht, die sein Leben ein weiteres Mal komplett auf den Kopf stellte. Er wurde von einer Kollegin in eine weit entfernte Stadt gebeten, da ihn dort jemand erwartete. Was er nicht wusste, war, dass es sich dabei um Caitlin handelte, die jahrelang nach Jeff gesucht hatte, um sich für all seine Ratschläge zu bedanken. Als er sie dann traf, traute er seinen Augen nicht. Aus der schüchternen Neunjährigen, die in schweren Verhältnissen lebte, war eine starke, selbstbewusste Frau geworden. Dies war jedoch nicht alles. In der neuen Stadt arbeitete Caitlin nun ebenfalls als Polizistin, da sie seit ihrer Jugend immer so sein wollte wie der Mann, der ihr damals das Leben gerettet hatte. Ihre Bewunderung und Dankbarkeit ging sogar so weit, dass sie extra eine Sonderdienstmarke für Colvin anfertigen ließ, auf der wahrer Held stand. Bis heute sind die beiden enge Freunde und Caitlin lebt als glücklich verheiratete Frau mit zwei kleinen Kindern, denen es an nichts fehlt. Und das alles dank ihrem Lebensretter Jeff Colvin. Das war es jedoch noch nicht für dieses Video. Als nächstes haben wir eine weitere heftige Geschichte, die zeigt, wie krass sich das Schicksal von manchen Menschen über Nacht wenden kann. Dieses Mal geht es um einen indischen Jungen namens Saru, der zusammen mit seinem Bruder Gudu und seinen Eltern in bitterer Armut lebte. Damit die Familie irgendwie über die Runden kam, begann Saru bereits mit 4 Jahren zusammen mit seinem Bruder Autos zu waschen und weitere kleine Nebenjobs auszuführen. Eines Tages wurde Gudu damit beauftragt, seinen jüngeren Bruder ins Bett zu bringen, ehe er zu seinem Nachtjob aufbrechen sollte. Da Saru jedoch nicht einschlafen konnte, entschloss sich Gudu, ihn mitzunehmen. Diese Entscheidung sollte sich jedoch als extrem verhängnisvoll herausstellen. Auf dem Weg zur Arbeit setzte Gudu seinen Bruder nämlich kurz auf eine Bank an einer Bahnstation, während er sich was zu trinken kaufte. Saru blieb jedoch nicht ruhig sitzen, sondern stieg in einen Zug, der ihn kilometerweit wegbrachte. Dies war das letzte Mal, dass Gudu und seine Mutter Saru sahen. Für über 25 Jahre. 2 Tage später stoppte der Zug in Kalkutta, einer der größten Städte am anderen Ende Indiens. Dort war der 4-jährige Saru komplett auf sich alleine gestellt. Er schlief auf der Straße und lief ohne Orientierung durch die Millionenmetropole, bis er von einem Kinderheim aufgenommen wurde und sich sein Leben für immer veränderte. Da es das Kinderheim nämlich nicht schaffte, Sarus Eltern oder Geschwister ausfindig zu machen, gaben sie ihn offiziell zur Adoption frei. Nach kurzer Zeit wurde dann eine australische Familie auf ihn aufmerksam, die ihn sofort bei sich aufnahm. Dort lebte Saru dann den Rest seiner Kindheit in einer guten Gegend ohne Armut und genoss alle Privilegien, die ihm zuvor immer verwehrt waren. Er konnte zur Schule gehen und musste sich keine Gedanken darüber machen, wo er die nächste Nacht schlafen würde oder ob es noch genug Essen gibt. All die Jahre fragte er sich jedoch, was aus seinem Bruder und seiner Mutter geworden war. Da er sich nicht mehr an den Namen seines Heimatdorfs erinnerte, verbrachte er Tage damit, auf Google Maps nach Umgebungen in Indien zu suchen, die ihm irgendwie vertraut vorkamen. Bis er eines Tages das Dorf entdeckte, in dem er seine ersten Lebensjahre verbracht hatte. Sofort reiste Saru nach Indien, um sein altes Dorf zu besuchen. Er wusste zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht, ob seine Familie überhaupt noch dort wohnt, geschweige denn, ob sie ihn erkennen würde. Wie durch ein Wunder traf er in seinem Dorf jedoch direkt auf seine Mutter, die all die Jahre auf ihn gewartet hatte. Leider musste er aber auch erfahren, dass sein Bruder Gudu am Tag seines Verschwindens von einem Zug erfasst wurde, als er in Panik nach seinem jüngeren Bruder suchte. Mittlerweile lebt Saru wieder in Australien und leitet dort ein erfolgreiches Unternehmen. Damit es seiner Familie in Indien jedoch an nichts fehlt, überweist er jeden Monat einen großen Geldbetrag in seine Heimat und besucht sogar seine Mutter alle paar Wochen. Für viele ist diese Geschichte ein absolutes Wunder. Zum Abschluss kommen wir nun zu einer Story, die zeigt, welch heftige Schicksale manche Genies in ihrem Leben durchmachen mussten. Es geht dabei um einen Mann namens Freddy Figures, der eine unvorstellbare Lebensgeschichte hat. Am Tag seiner Geburt im Jahr 1989 wurde Figures nämlich nicht wie andere Babys von seiner Mutter mit nach Hause genommen, sondern auf offener Straße ausgesetzt. Da ein Neugeborenes dort jedoch nicht überleben kann, war es ein Wunder, dass er nur wenige Minuten nach dem Aussetzen von Straßenarbeit gefunden und in ein Kinderheim gebracht wurde. Dort wurde er dann zur Adoption freigegeben und landete bei einem Mann namens Nathan Figures. In seiner neuen Familie wurde er dann von dem umgeben, was ihm bei seinen leiblichen Eltern höchstwahrscheinlich verwehrt geblieben wäre: Liebe, Zuneigung und Sicherheit.
Des Weiteren legten seine Adoptiveltern extrem viel Wert auf seine schulische Ausbildung, ohne zu wissen, welche fantastische Grundlage sie damit schaffen sollten. Freddy entwickelte nämlich ein unglaubliches Talent für die Informatik. Schon als Kind fing er an, Codes zu schreiben und programmierte erste Softwares. Als Jugendlicher erarbeitete er sich dann den Ruf eines kleinen Computergenies und reparierte nahezu alle PCs in der Umgebung. Mit 15 verließ er die Schule, um sein eigenes Business zu gründen. Er gründete mehrere IT-Unternehmen, wurde in der Kommunikationsbranche tätig und erfand zahlreiche technologische Gadgets. 2014 verkaufte er dann seine erste Firma für 2,2 Millionen Dollar, was ihm ermöglichte, seitdem als Tech-Investor und Unternehmensberater tätig zu sein. Mittlerweile ist Figgers einer der angesehensten Tech-Unternehmer der USA, der immer wieder für innovative Schlagzeilen sorgt. In Anbetracht seines heftigen Schicksals als Kind ist dies mehr als nur ein Wunder. Schreibt uns deshalb doch mal in die Kommentare, was ihr über diese Story denkt. Und das war's auch schon mit unserem Video. Falls ihr solchen Content feiert, checkt doch gerne auch unser Video über diese Jugendlichen, die für Jahre auf einer einsamen Insel strandeten und dort Unglaubliches vollbrachten. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert.